Auf den Philippinen wurde eine Riesenfledermaus gefangen. Unglaublich, aber das Foto hier ist kein Photoshop. Es ist nicht manipuliert. Dieses Vieh, diese Kreatur gibt es wirklich und erinnert mich verblüffend an den Mothman. Eine riesige Fledermaus scheint vor einiger Zeit vom Militärpersonal auf den Philippinen gefangen worden zu sein. Bei diesem Tier handelt es sich wahrscheinlich um eine Mega-Fledermausart, die als Goldkronenflughund bezeichnet wird. Der Flughund ist jedoch eine der größten Fledermausarten der Welt und gehört zur Familie der Mega-Fledermäuse, die in Teilen Afrikas, Indiens, Asiens und Ozeaniens vorkommen. Sie erreichen eine Flügelspannweite von sage und schreibe fast 2 Metern, ihre Körper sind aber kaum 30 cm lang. Obwohl diese Fledermäuse sehr gruselig aussehen, haben wir Menschen, die Angst vor Vampiren haben, nichts zu befürchten. Anstatt Blut wie ein Vampir zu saugen, sind sie völlig vegetarisch, da ihre Ernährung einfach aus Nektar und Früchten besteht. Vorausgesetzt, dieses Vieh ist wirklich von der Erde. Denn gesehen habe ich persönlich sowas noch nie in meinem ganzen Leben. Du in etwa? Die Nachricht ist schon etwas älter, aber manche von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Ein Delta Airline Flug wurde von einem mysteriösen Objekt getroffen, und zwar direkt vorne an der Spitze. Die Spitze eines Flugzeugs nennt man Nasenkegel. Dieser wurde beträchtlich beschädigt, von was auch immer das Flugzeug getroffen wurde. Denn ein Vogel kann es beileibe nicht gewesen sein. Es ist nicht das erste Mal, dass Verkehrsflugzeuge bei Flügen in großer Höhe von unbekannten Objekten getroffen werden. Und manche von euch werden sich erinnern können, dass vor einigen Jahren schon mal was Ähnliches passiert ist. Nun ist aber wieder so etwas passiert, mit haargenau dem gleichen Muster. Und wieder einmal können Vögel nicht als Erklärung dafür herhalten. Der jüngste mysteriöse Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen, als ein Delta Airline Flug von West Palm Beach nach Los Angeles am 6. Juli 2020 zum JFK Airport in New York umgeleitet wurde. Was natürlich ungewöhnlich ist, denn es ist ja eine ganz andere Richtung. Dies hatte aber einen speziellen Grund, denn das Flugzeug wurde von einem unbekannten Objekt mit einer solchen Wucht getroffen, dass der Nasenkegel des Flugzeugs vollkommen beschädigt wurde. Insgesamt waren 43 Passagiere an Bord und der Flug landete sicher und ohne Zwischenfälle. Die Fluggesellschaft Delta Airlines sagte zunächst, der Schaden sei das Ergebnis eines Vogelschlags. Doch das ist, wie wir wissen, eine fadenscheinige Ausrede. Ich persönlich vermute, und so vermutet auch das Internet, dass es sich hierbei um einen Einschlag einer kleinen UFO-Drohne gehandelt hat, und zwar jene kleinen kreisförmigen Sphären, die auch für die Kornkreise zuständig sind. Mich persönlich wundert, dass diese Sphären nicht über eine bessere Navigation verfügen und hin und wieder doch mit menschlichen Objekten zusammenstoßen. Dies kommt immer wieder vor. Ob das ganze Verhalten dieser Sphären beabsichtigt ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Interessant ist aber auf alle Fälle, dass diese Sphären anscheinend immer wieder direkt in die Nase eines so eines Flugzeugs reinkrachen würden. Ob das Zufall ist oder nicht, darüber können wir wie immer spekulieren. Zum Beweis dafür, dass es kein Vogel gewesen sein kann, habe ich hier 2 Bilder eingefügt von einer Passagiermaschine, die tatsächlich einen Zusammenstoß mit einem Vogelschwarm hatte. Und wir sehen eindeutig, dass die Beschädigungen des Flugzeugs ganz anders aussehen. So wie man eben erwarten würde, aber nicht mit so einer gigantischen Beule in der Nase. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das andere Bild, das sehr ähnlich aussieht, wurde übrigens von Hagelkernen getroffen. Hier kann man sich auch sehr gut vorstellen, ja, das sieht realistisch aus, aber eine so große Beule muss schon von einem gewaltigen Objekt getroffen worden sein. Alleine die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Wenn es also wirklich Hagel oder ein Vogelschwarm gewesen sein sollte, dann dürfte die Nase des Flugzeugs nicht so ausgesehen haben. Kurz gesagt, offiziell ist nicht klar, was das Flugzeug wirklich getroffen hat, denn es gibt auch für Hagel und für Vögel keine Beweise. Andere Leute spekulieren, dass es eventuell ein Fastwalker gewesen ist. Aber wie wir wissen, sind Fastwalker-UFOs, die besonders schnell fliegen, meist scheibenförmig sind und auch meist wesentlich größer sind. Die Delle passt meiner Meinung nach nicht zu einem Fastwalker. Was denkst du? War das ein Vogelschwarm? Ein Hagelunglück? Oder tatsächlich etwas Unerklärliches? Es gibt wieder mal mysteriöse Himmelsposaunen. Ihr kennt es und ich habe schon oft darüber berichtet. Töne meist in abgelegenen Gebieten der Erde, die keiner einordnen kann und die angeblich die Posaunen der Apokalypse sind. Ich spiele euch mal den Clip vor, der direkt aus China kommt, und zwar aus Weining in der Provinz Guizhou. Die Aufnahmen standen am 4. Juli 2020
und hielten insgesamt 10 Tage an. Ich persönlich habe so ein Geräusch noch niemals gehört, denn normalerweise klingen die Himmelsposaunen anders. Meiner Meinung nach klingt dieses neue Geräusch so wie ein riesiger, gigantischer Elch oder ein anderes Tier. Mich erinnert der Sound einfach an Herr der Ringe. Da haben auch die Monster solche Geräusche von sich gegeben. Dies ist aber kein Film, dies sind keine Monster, dies ist die Realität. Das Militär hat sogar ein paar Experten dorthin geschickt, die dann das Phänomen untersuchen sollten. Es wurde aber nichts herausgefunden. Sie haben nur die Bevölkerung aufmerksam gemacht, dass sie nicht in Panik geraten sollten und einfach zu ihrem normalen Leben zurückkehren sollten. Ganz nach dem Motto, geht nach Hause, hier gibt es nichts zu sehen. Und Twitter explodiert förmlich vor viralen Nachrichten über dieses Himmelsphänomen. Der Twitter-Account von Jeffy Zhang kommentiert dazu folgendes. Es klingt wirklich so, als würde jemand pfeifen, hupen oder heulen. Ein Geräusch, das erzeugt wird, wenn der Luftstrom behindert wird oder durch eine andere kleine Öffnung gezwungen wird. Das ist an sich durchaus sinnvoll, denn Guizhou ist berühmt für seine Karstlandschaft, in der es jede Menge bizarre Gesteine mit vielen Löchern gibt. Ist es also möglich, dass tatsächlich durch spezielle Winde, die durch solche komischen Felsformationen rauschen, solche Töne erzeugt werden? Vermutlich aber nicht 10 Tage lang und nicht in dieser Lautstärke. Dies macht überhaupt keinen Sinn. Andere wiederum behaupten, es gibt zahlreiche unterirdische Entwässerungssysteme in diesem Gebiet, die mit zahlreichen natürlichen Dolinen und Höhlen durchzogen sind. Kann es sein, dass Winde, die durch diese Höhlen rauschen, so ein Phänomen verursachen können? Meiner Meinung nach nicht, denn ich lebe in den Alpen. Hier gibt es zahlreiche Höhlen und sogar sehr, sehr viel Wind, speziell im Winter. Ich persönlich habe so ein Geräusch noch nie gehört und Berichte über solche Geräusche gibt es auch nicht. Was kann dieses Geräusch also wirklich sein? Denn die normalen Himmelstrompeten, die auch sehr oft in Deutschland beobachtet bzw. gehört werden können, sind es meiner Meinung nach eindeutig nicht. Obwohl die Chinesen vor Ort dazu neigen, natürliche Dinge zu mystifizieren, dies ist auch normal, darf man ihnen nicht einfach unterstellen, dass sie nicht unterscheiden können zwischen dem Unterschied von Geräuschen aus unterirdischen Entwässerungssystemen und ganz einfach übernatürlichen himmlischen Geräuschen. Ich bin der Meinung, dass dies nichts Natürliches ist. Was meinst du? Lass mich deine Meinung dazu unten in den Kommentaren wissen. Aber auch aus Afrika gibt es seltsamste Phänomene. Wieder mal wurde eine sogenannte Himmelsstadt fotografiert. Guck dir nur dieses bizarre Phänomen an. Es scheint so, als ob wir hier wirklich eine holographische Projektion einer ganzen Stadt mit Hochhäusern und Skyscrapern im Himmel sehen würden. Viele sagen, es ist ein Bildnis oder eine Projektion aus einem Paralleluniversum. Manch andere wiederum sagen, es wäre Project Blue Beam, ganz einfach ein Testversuch, um zu sehen, wie die Bevölkerung auf solche Phänomene anspricht. Vielleicht hängen einige dieser Phänomene tatsächlich mit übernatürlichen Aktivitäten zusammen. In diesem Fall vermutet jedoch die Netzgemeinde, dass es sich dabei durchaus um ein natürliches Phänomen handeln könnte. Es soll eine nach oben projizierte Fata Morgana sein. Ich persönlich habe von so einem Phänomen nicht gehört, denn Fata Morganas sind normalerweise nur am Boden zu sehen. Dort, wo große Hitze entsteht, dass dies in den Wolken passieren soll, wo es eigentlich sehr, sehr kalt ist, macht überhaupt keinen Sinn und spricht an sich überhaupt nicht für die Eigenschaften einer Fata Morgana. Wie auch immer, die offizielle Erklärung ist so, dass dieses optische Phänomen angeblich auftritt, wenn Lichtstrahlen gebogen werden und wenn Luftschichten unterschiedlichster Temperaturen in einer steilen thermischen Inversion passieren, in der sich ein atmosphärischer Kanal bilden kann. Die Erklärung ist meiner Meinung nach zwar Hanebüchern, aber was soll's, das berichten zumindest die Eliten und Mainstream-Medien über dieses Phänomen, denn diese können einfach nicht zugeben, dass es da draußen Dinge gibt, die einfach nicht mit Wissenschaft zu erklären sind, zumindest nicht mit dem Stand der Wissenschaft, den wir heute haben. Ob das Ganze nun natürlich ist, oder eben künstlich oder durch Aliens verursacht, oder eine Projektion aus einem Paralleluniversum, hübsch anzusehen ist es allemal. Diese angebliche Staubwolke oder Projektion bekam sogar einen Spitznamen und nennt sich Gorilla Dust Cloud. Sie wurde in der nördlichen Sahara-Wüste in Mauretanien aufgenommen, blieb dort für einige Stunden zu sehen, bis sie sich dann über dem Atlantik auflöste. Unterhalb der internationalen Raumstation ISS haben aufmerksame UFO-Jäger wieder mal etwas entdeckt. Und zwar ein UFO, diesmal in quadratischer Form. Und das ist, wie wir wissen, sicherlich nicht das erste Mal,
dass wir rund um die ISS in der Erdatmosphäre so viele merkwürdige Objekte entdecken. Die NASA sagt dazu nur, dies wäre alles ganz normal, es handelt sich dabei um Weltraumschrott oder um Eispartikel, die von diversen Raketen oder Satelliten runterfliegen. Dies ist natürlich eine fadenscheinige Ausrede, wie wir wissen. Auf alle Fälle tauchte das UFO im ISS Live Feed auf und das mysteriöse Flugobjekt wurde anscheinend sogar von der Besatzung der ISS bemerkt, die das Objekt dann mit dem Objektiv der Kamera der ISS auch fokussiert hat. Denn normalerweise ist diese auf manuellen Fokus eingestellt. Wenn aber irgendwo auf der Erde hingezoomt wird oder auch im Weltall, können wir davon ausgehen, dass die Besatzung das Ganze bemerkt hat, um es aufzuzeichnen. Denn auch ihnen kam es nicht ganz koscher vor. Obwohl es keine klare Antwort darauf gibt, was das Objekt wirklich gewesen sein könnte, kann es sein, dass es ein Teil eines geheimen militärischen wissenschaftlichen Experiments ist, bei dem eventuell eine neue Technologie im Weltraum getestet wird, die dann versehentlich im Live-Feed erfasst wurde. Und die offizielle Erklärung der NASA lautet dann, Leute, geht nach Hause, hier gibt's nichts zu sehen, alles ganz normal wie immer, bloß Eis oder Weltraumschrott. Bei den vielen Fotos und Videos, die es von der ISS gibt, wo immer wieder zahlreiche Objekte unterschiedlicher Formen und Größen entdeckt werden, scheint mir der einzige logische Schluss daraus zu sein, wenn dies tatsächlich Weltraumschrott der ISS sein sollte, dass die ISS nur noch ein einziger Schrotthaufen ist. Wieso sollte sie ständig irgendwelche Metallteile verlieren? Es macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem fliegen diese Dinge oft in ganz andere Richtungen, oft auch direkt hinaus ins Weltall, also entgegengesetzt der Schwerkraft der Erde. Es kann sich dabei also nicht um diverse Eispartikel handeln und auch nicht um Weltraumschrott. Ich bin der Meinung, dass die NASA sehr wohl weiß, dass hier ständig 24 Stunden lang 365 Tage im Jahr irgendwelche ungewöhnlichen Objekte intelligenter Bauart herumschwirren. Und das vermutlich schon seit Anbeginn aller Zeiten. Nur uns wird wie immer nicht die Wahrheit erzählt. Aber das sind nicht die einzigen Merkwürdigkeiten, die von der ISS kommen. Denn im Weltraum ist anscheinend wesentlich mehr los, als wir uns alle vorstellen können, beziehungsweise was uns von offizieller Seite her erzählt wird. Und alles ist vermutlich ganz anders, wie du denkst. Mehrere YouTube-Kanäle berichten nun, dass der ISS Live-Feed einen Weltraum-Laserkampf zwischen zwei UFOs fotografiert hat. Trotz des atemberaubenden Fotomaterials war es anscheinend laut offizieller Stelle ein sogenannter Laserkommunikationstest des, man höre und staune, Verteidigungsministeriums direkt im Weltall. Und zwar im erdnahen Orbit, der am 17. Juni 2020 angeblich stattgefunden hat. Von da stammt auch der ISS-Feed bzw. die Fotos, die wir hier im Hintergrund sehen. Sie wurden nicht bearbeitet und sind Fotos direkt vom NASA-Live-Feed. Die Space Development Agency sagt dazu offiziell, optische Verbindungen zwischen Satelliten seien einer der kritischsten Technologien, die jemals getestet wurden. Mich persönlich verwundert, dass solche sensiblen Weltraumtechnologien gar nicht mal abgestritten werden, sondern die Amis geben direkt zu, dass sie das machen. Weshalb so eine Meldung nicht in den Mainstream-Medien landet, verwundert mich doch schwer. Denn wenn die schon wirkliche Weltraumwaffen da oben haben, welchen Schaden können die da anrichten? Sicherlich einen verheerenden. Sie sagen sogar, dass sogenannte optische Intersatellitenverbindungen eine der wichtigsten Technologien der Zukunft sein werden. Die SDE möchte sogar mehrere Konstellationen dieser Art von Laserverbindungen von hunderten Satelliten machen, für die sie dann die Kommunikation und die Raketenrückverfolgung erstellen würden. Das Ganze klingt auf alle Fälle sehr beängstigend und erinnert verblüffend an das geheime Weltraumprogramm. Wer weiß, was dort im Geheimen wirklich alles oben ist und wer weiß, welche Technologien da wirklich im Einsatz sind. Und wir können wie immer nur darüber spekulieren. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten. Merkwürdig, aber so steht es geschrieben.